And now our next speaker is so, unser nächster Redner ist Jan, der studiert Informatik in Aachen und er spricht über uns über das Umgehen von Videoidentifizierung mit Augmented Reality. Hello. Hallo. Wir sprechen heute über Videoidentifizierung und erstmal sollten wir herausfinden, was das ist. Videoidentifizierung ist ein Prozess zur Identifizierung einer Person aus der Ferne und so, dass wir wissen, dass er wirklich der ist, für den er sich ausgibt. Und das wird mit einer Videokonferenz gemacht, zum Beispiel mit Skype. Und das wird vor allem gemacht mit Callcentern und Benutzern. Und ein Beispiel ist zum Beispiel, wenn man ein Konto eröffnet oder einen Kredit haben will, wenn man SIM-Karten kaufen will oder eine Versicherung. Und in Deutschland gibt es für eine dieser Anwendungen, da ist es sogar vorgeschrieben, gesetzlich vorgeschrieben für einige der Anwendungen. Und jetzt komme ich zu der Geschichte, wie ich die Idee hatte zu diesem Prozess, den ich euch zeigen werde. Ich musste ein Konto eröffnen für mich und meine Flatmates und ich mache das natürlich online. Und ich bin zu einer Bank gegangen und habe meine Informationen eingegeben. Und wurde dann von einem Callcenter-Mitarbeiter begrüßt, der auch die Informationen nochmal abgefragt hat, um die zu verifizieren, dass ich das wirklich bin. Und dann war ganz glücklich und dann sollte ich meinen Personalausweis zeigen. Und dann gab es ein Problem, denn die wollten einige der Wasserzeichen sehen. Und es war auf meinem Laptop und die Beleuchtung war nicht so toll in meinem Zimmer. Also ich musste die Beleuchtung ausmachen und irgendwo rumlaufen und einen Tanz aufführen, damit sie das Wasserzeichen sehen konnte. Und dazwischen ist das WLAN noch ausgegangen, dann musste ich das nochmal machen. Aber am Ende hat es dann doch funktioniert. Aber ich habe gemerkt, das ist nicht wirklich spaßig. Ich war verärgert und ich habe mir dann gedacht, dieses Zeug kann wirklich gefälscht werden. Es ist nicht sicher, meine Personalausweis über eine Webcam zu überprüfen. Dafür ist es gar nicht gemacht. Also habe ich rumgespielt und möchte euch heute zeigen, was ich herausgefunden habe. Jetzt nochmal zum Workflow der Videoidentifizierung. Das Ministerium für Finanzaufsicht, das Amt für Finanzaufsicht hat gezeigt, was man machen muss, wonach man fragen muss und genau wie. Und sie denken, dass das erfolgreich ist, wenn drei Wasserzeichen korrekt identifiziert wurden auf den Screenshots der Webcam, wenn der Text richtig ist, wenn der Text zu der persönlichen Information passt, die man im Formular eingetragen hat und wenn das Bild auf der Karte zu der Person passt in der Webcam. Und außerdem muss ich einen Finger vor die Karte halten und ich muss meine Hände vor das Gesicht halten. Ich weiß auch nicht genau, warum. Und auf der anderen Seite hat noch Werkzeuge und wenn der Wasserzeichen sieht, dann macht er Screenshots und deswegen muss man die Karte für ein paar Sekunden in genau der richtigen Position, im richtigen Winkel festhalten und dann macht er Screenshots davon, um eine Referenz zu haben für später. Und das ist zur Videoidentifikation und was wir jetzt machen, ich zeige euch, wie man das fälschen kann, diese Webcam-Bilder, nur als Proof of Concept. Das heißt, es ist noch nicht perfekt, man sieht noch einige kleine Fehler und ich zeige auch nur Standbilder. Und ich verspreche euch, dass das mit Video auch geht, aber die Beleuchtungssituation muss genau richtig sein. Und der Workflow, ich gehe da einmal durch. Erst machen wir gefälschte Bilder, Texturen und Vorlagen für den Ausweis. Und dann benutzen wir diese Texturen, um ein realistisches Rendering von der Karte zu machen. Und es ist gesetzlich verboten, gefälschte IDs zu machen, gefälschte Ausweise. Also habe ich meine Handpuppe genommen. Das ist Hank hier. Das ist ein Tintenfisch. Und der hatte noch nie einen Ausweis, aber wir machen für ihn jetzt mal einen. Und um die Erwartungen
zu setzen, zeige ich euch mal ungefähr, was wir machen müssen. Das bin ich und ich halte diesen Ausweis hoch mit dem Wasserzeichen. Ganz deutlich ist das ein echter. Der Name ist drauf und auch eine Unterschrift. Alles ist in Ordnung. Und jetzt machen wir mal weiter und ich erkläre mal, wie wir die Texturen machen. Wir haben einige frei verfügbare Dokumente ein und wir finden raus, wie man den Beispieltext entfernen kann, da Erika Mustermann oder so, und welche Zeichensätze benutzt werden auf den echten Dokumenten. Wir sprechen über die Wasserzeichen, darüber, wie wir unsere eigenen Wasserzeichen machen können und dann darüber, wie man dann die Karte endgültig rendert. Und es gibt die Personalausweisverordnung in Deutschland und natürlich sind da einige Beispielbilder drin, ganz kleine auf der Seite, aber wenn man rechts klickt und Save As macht, speichern unter und dann kriegt man hochauflösende Versionen, die man benutzen kann. Das ist super, ohne alle Wasserzeichen, alles ist ganz toll und genau und da können wir prima mit arbeiten. Dasselbe gilt für die Rückseite. Und jetzt, was wir nicht haben, sind die Wasserzeichen und wenn man den Ausweis einscannt, dann hat man eigentlich nur Müll. Das funktioniert nicht gut. Aber die Bundesdruckerei, die Ausweise druckt, die haben einen Flyer veröffentlicht mit einer Liste von allen Wasserzeichen, die man sehen kann und auch mit den unsichtbaren. Und jetzt ratet mal, was passiert, wenn man auf das Beispielbild mit rechts klickt und Speichern unter auswählt. Ja, dann. Okay, so we got some nice. Das heißt, wir haben einige wirklich gute Beispielbilder. Wir haben eine Liste von allen Wasserzeichen auf dem Ausweis und das können wir benutzen. Wir können das ja als Baseline benutzen, um einmal durch die Wasserzeichen durchzugehen und das Gleiche gilt für die Rückseite. Ich zeige euch noch mal kurz hier die Wasserzeichen, besonders mit den Bildern von dem Flyer der Bundesdruckerei. Das heißt, wir haben sich wiederholende Hintergrundmuster, wir haben mikroskopischen Druck, den man auf der Webcam sowieso nicht sehen kann. Wir haben Ultraviolettdrucke, den man auf der Webcam auch nicht sehen kann. Wir haben Drucke mit variablen Farben, aber das sieht man auch nicht. Wir haben kontrastvertauschendes Hologramm. Und wusstet ihr, dass das ziemlich hohe Auflösung ist? Das heißt, man kann es einfach in GIMP neu zeichnen und dann haben wir unser eigenes Wasserzeichen, mit dem wir arbeiten können. Als nächstes haben wir einige Bilder wie das holographische Bild, das holographische Foto. Da zeige ich euch später, wie man das machen kann. Und da zeige ich nur bei diesem einen zeige ich, wie das geht und das andere sind eure Hausaufgaben. Dann haben wir den Adler und die Sechsecke über dem Foto. Da kann man nur einige von sehen hier. Und bei 8 ist ein Makrofont. Das ist WordArt sozusagen. Und denn das muss auf jedem Dokument drauf sein, sonst wäre das nicht vollständig. Und auf der Rückseite gibt es auch sich wiederholende Hintergrundmuster. Mikroskopischen Druck, den man sowieso nicht sieht. UV-Druck, den man auch nicht sieht. Ein Relief, den man sehen kann. Die kann man fühlen, die kann man aber auch auf der Webcam nicht sehen. Und wir müssen später noch diesen Text hier entfernen. Und wenn das zu schwierig ist, dann benutzen wir einfach nur diesen Aufkleber mit der Adressänderung und kleben den da drüber. Und dann ist es überhaupt kein Problem mehr, denn dieser Aufkleber ist ganz einfach zu machen. Und muss den Text nicht mehr entfernen. Wir haben auch dieses schiefe Bild hier, dieses wackelnde Bild. Das ist wie bei dem Happy Meal von McDonald's. Da hat man auch diese Wackelbilder. Ist genau dasselbe. Und am Schluss ist der maschinenlesbare Teil. Und das ist aber kein echtes Security-Feature. Ja, und der Sicherheitsfaden, der ist personalisiert mit dem eigenen Text. Und das sieht man auf der Webcam aber auch nicht. Um das nochmal zusammenzufassen, alle Security-Features, alle Sicherheitsfeatures und wir entfernen mal die man auf der Webcam sowieso nicht sehen kann. Und jetzt entfernen wir noch alle, die im Wesentlichen sowieso schon in den Bildern, in den Beispielbildern sind, die wir haben. Und jetzt haben wir nur noch 7 Security-Features, die wir wirklich berücksichtigen müssen, denn die kann man auf der Webcam sehen und die sind dynamisch, wenn man die Karte bewegt, die müssen sich ein bisschen ändern und das ist im Wesentlichen das, was man wirklich fälschen muss.
um das es gibt nur einige davon, die gefälscht werden können. Es gibt kein UV-Licht in der Webkamera. Und wenn wir das fälschen wollen, dann können wir natürlich Kompressionsartefakte einbauen. Wir können die Lichtverhältnisse beeinflussen. Wir können die Auflösung runterschrauben. Wir können ein paar Frames droppen, weil das Internet schlecht ist. Das heißt, wir sind auf der einfachen Seite der Webcam. Jetzt haben wir also diese Beispieltexturen und wir müssen den Text irgendwie entfernen. Wie schwierig kann das wohl sein? Wir haben Muster, die sich über den ganzen Ausweis wiederholen. Das heißt, wir benutzen einfach den Clone-Stempel aus Photoshop und klonen den ganzen Text raus. So einfach ist es. Das ist dieser einfache, es ist gar keine Magie dabei. Wir klonen einfach nur das Muster von der Seite und legen es drüber und am Ende merkt man das nicht, weil der Text drüber liegt und wir können es ein bisschen blurren. Ich kann euch die eigentliche Vorlage nicht zeigen, weil das verboten ist, aber ihr seht hier den Prozess. Hier würde normalerweise Mustermann stehen. Ich habe das Must entfernt, einfach nur um euch zu zeigen, dass es funktioniert. Und dann müssen wir die Schriften finden, die tatsächlich benutzt werden. Es gibt zwei Schriften, die für uns wichtig sind. Die erste ist in der maschinenlesbaren Bereich verwendet. Sie heißt OCRB, findet sie auch auf Wikipedia. Und die finden wir in allen Bereichen, die ihr hier in Rot seht. Die Schrift haben wir schon, die können wir also einfach drüberlegen, sobald wir den Beispieltext entfernt haben. Es gibt aber noch eine zweite Schrift, die für die persönlichen Informationen verwendet wird. Wenn ihr euch die Ziffer 3 anschaut, dann seht ihr, dass nicht ganz die gleiche Schrift ist. Es ist nicht dokumentiert, man kann es auch nicht ergoogeln. Aber es gibt eine umgekehrte Schriftsuche und wenn man ein gutes Beispiel nimmt, dann findet man die Schrift Sax Mono Regular und das stimmt genau überein mit der Schrift. Sie haben es aber ein bisschen angepasst, aber all das sind kleinere Änderungen, die man auf der Webcam nicht sieht, das heißt, es ist uns egal. Schauen wir uns nun die Wasserzeichen an. Der blaue Teil hier ist das, was wir faken werden. Und das Foto ist das, was wir darüber legen. Und die dunklen Teile des Bildes sind gar nicht Bestandteil des Wasserzeichens, aber die hellen Teile des Bildes werden im Wasserzeichen grün. Das heißt, wir brauchen ein Schwarz-Weiß-Bild, wo die weißen Bestandteile des Bildes im Wasserzeichen übernommen werden. Und ihr seht diese Adler auf der linken Seite, die sind auch nicht Teil des Wasserzeichens und deswegen müssen sie schwarz sein im Schwarz-Weiß-Bild. Die Adler, die zeichnen wir einfach mit GIMP drauf. Hier haben wir ein hochauflösendes Bild, das wir verwenden können. Und dann generieren wir ein Bild daraus. That's basically about it for generating a watermark based texture. And now das ist eigentlich schon alles. Und wie implementieren wir dieses Wasserzeichen dann? Es ist eigentlich sehr, sehr einfach. Ich habe das Phong-Reflexionsmodell benutzt. Das ist das erste, über das man in der Vorlesung hört. Und ein Specular Component-Modell. Das ist zum Beispiel, wenn man eine blaue Porzellanvase hat und ein Licht drauf scheint, dann sind die hellen, die weißen Teile Specular Components. Und das ist im Grunde der Effekt, den wir hier verwenden. Das sind also nur 3 Zeilen Code und fertig ist es. Das hier sind also die Basistexturen, die ich für mein Plüschtier verwendet habe, generiert habe. Auf der linken Seite seht ihr nicht wirklich, dass ich vorher Text entfernt habe.
weil diese Mikrodrucke so Mikromuster so klein sind, dass es für uns kein Problem ist. Die Informationen, um Beispieltexturen zu generieren, sind öffentlich. Die Schriften sind öffentlich. Die Hintergrundtexturen können mit dem Klonstempel verwendet werden. Und vielleicht ist es keine großartige Idee, hochauflösende Bilder in PDFs einzubetten. Lass uns nun die Bilder tatsächlich in einem Videostream rendern. Dafür brauchen wir 5 Schritte. Wir müssen sie zuerst erkennen, dann müssen wir eine Attrappenkarte bauen, die Karte erkennen. Dann müssen wir, falls wir einen Finger vor die Karte legen, die Haut entfernen und dann müssen wir alles zusammenbauen. Es gibt etwas, das Aruko-Marker heißt. Das ist so ähnlich wie QR-Code. Die kann man auf einer Fläche anordnen und die kann man individuell erkennen. Und wenn man weiß, wie diese Muster angeordnet sind und ein paar Marker erkennen kann, dann kann man die Position dieser Fläche im Bild bestimmen. Das können wir verwenden, um die Orientierung der Karte zu bestimmen. Und wenn wir das allerdings einfach nur naiv machen würden, dann würde das aussehen wie auf der linken Seite, wo die Hand fehlt, was schlecht ist. Aber wenn wir die Haut vor der Karte erkennen, dann rendern wir dort einfach nichts und dann sieht es ziemlich realistisch aus. Und das ist genau das, was wir tun. Jetzt zeige ich euch meine Attrappenkarten, die ich gebaut habe. Das hier ist mein erster Prototyp aus Pappe. Sehr einfach. Er hat Marker, sie sehen aus wie Zahlen, 1, 2, 3, 4. Und wenn ich die Seite umdrehe, sind es auch andere Marker. Das heißt, ich kann die Rückseite meines Ausweises später zeigen. Und dann habe ich im Internet eine gedruckte Plastikkarte für 10 Euro bestellt. Und damit habe ich gearbeitet. Das ist hat genau die gleiche Größe wie ein echter Personalausweis. Jetzt haben wir also unsere Markerkarte und jetzt können wir anfangen, unseren Videofeed zu faken. Auf der linken Seite ist das Bild, mit dem wir arbeiten. Auf der rechten Seite ist das, was der Detektionsalgorithmus ausgibt. Weil ich die Karte selber gemacht habe, weiß ich, wie groß sie ist. Und so können wir die Haut vor dem Bild erkennen. Das ist der nächste wichtige Schritt, weil wir dort nichts rendern wollen. Mit dieser Information seht ihr die Hand und die seht ihr die Karte und die Hautgrenzenkarte und nur innerhalb der Karte versuche ich die Haut zu erkennen. Das mache ich, indem ich die Farben auslese und schaue, ob die Farbe sich in einem bestimmten Farbraum bestimmt. Und danach blurre ich das Bild und vereinfache die Konturen meines Fingers. Und das mache ich, weil ansonsten manchmal mein Finger ein Loch hätte und mein echter Finger hat aber kein Loch und so würde das nicht mit der Realität übereinstimmen. Das ist die Bildkompositionspipeline. Links oben fangen wir mit dem Quellbild an, gehen dann nach unten zur Markererkennung, damit wir wissen, wie die Karte im Raum ausgerichtet ist. Und dann machen wir 2 Dinge mit der bekannten Information, wo die Karte sich befindet. Zuerst rendern wir es, wie ich es in Schritt 1 gezeigt habe. Und dann generieren wir diese Kartenmaske, damit wir innerhalb dieser Kartenmaske die Haut erkennen können und bauen dann alles zusammen. Wir nehmen das Quellbild und sagen, okay, render eine Karte, aber nur da, wo keine Haut ist. Und das ist im Grunde alles. Das ist der Prozess. Und das Ergebnis, das ihr hier sehen könnt, es gibt noch einiges zu tun. Also die Karte hat noch einen
schwarzen Rand, aber das ist eigentlich nur ein Photoshop-Problem. Und ihr könnt sehen, mein Finger ist ein bisschen weich gezeichnet und das ist auch ein Problem. Im Video würde es die Weichzeichnung auch noch verändern und da gibt es noch einiges zu tun. Und die Karte sieht zu gut aus. Wir müssen sie also auch ein bisschen weichzeichnen und Lichteffekte hinzufügen. Das generierte Markerbrett, die generierte Markerkarte ist auch nicht perfekt. Ich muss sie anders anordnen. Sie sind momentan 1 bis 1, 2, 3 und so weiter, aber man sollte sie eigentlich zufällig anordnen. Auch die Hauterkennung funktioniert noch nicht gut unter beliebigen Lichtbedingungen. Hier auf dem Kongress habe ich zum Beispiel noch keine guten Lichtbedingungen gefunden. Man braucht indirektes Licht. Das, was ich hier habe, ist überhaupt nicht zu gebrauchen. Ich könnte also keine Demo anbieten und wir brauchen noch mehr Wasserzeichen. Der Prozess ist also nicht so, wie er sein sollte. Ausweise sollten nicht mit einer Webcam identifiziert werden. Und diese Video-Identifizierung kann mit genug Vorbereitung auf jeden Fall umgangen werden. Das hier waren nur zwei Monate Arbeit in meiner Freizeit und ich bin nur ein Student, der keine besonderen Fähigkeiten, Kenntnisse hat. Und tatsächlich kann man eigentlich keinem Video trauen. Das ist das, was ich hiervon gelernt habe. Vielen Dank. Thanks for the great talk. We have a lot of time for questions, so please line up at the microphones and ask away. Also, if you're on the stream, you know the drill. In the ISC or on Twitter, you should be able to ask questions. Ja, also jetzt noch Fragen. Mikrofon 2, bitte. Ja. Hallo, mein Name ist Paolo. Ich fand die Präsentation sehr gut. Ich habe eine Frage und planst du das irgendwie einen Generator rauszugeben, sodass jeder das benutzen kann? Ich glaube, das ist vielleicht illegal, natürlich nur zu Forschungszwecken und man hat jetzt die Vorlage und ich glaube, es ist nicht schwer, das selbst zu machen. Das dauert vielleicht nur eine Woche oder so. Also einfach nur loshacken und dann klappt das schon. Mikrofon Nummer 4, bitte. Hast du deine Recherche selber angestellt oder hast du Gemeinschafts-Community-Ressourcen verwendet? Die Frage nicht ganz verstanden. Als du diese Wasserzeichen erkannt hast, hast du sie 1, 2, 3 und so weiter durchnummeriert. Hast du dafür die Community verwendet oder hast du das selber gemacht? Ich habe den offiziellen Flyer der Bundesdruckerei benutzt und die haben die Wasserzeichen schon durchnummeriert. Ich habe das nicht selbst nummeriert. Wäre die Hauterkennung nicht einfacher, wenn die Beispielkarte grün und blau wäre, damit es einen deutlicheren Farbunterschied zwischen Haut und Karte gibt? Ja, das ist genau richtig. Und das ist weitere Arbeit, das mit verschiedenen Farben auszuprobieren. Aber als ich diese Karte bestellt habe, dann habe ich genau eine bestellt und der Online-Print-Server und hat das nicht mehr gemacht, nur eine einzige zu liefern, nachdem ich das gemacht habe. Vielleicht haben sie damit Verlust gemacht. Also konnte ich nicht einfach mehr einzelne Karten machen lassen, dann hätte sie jetzt 100 Euro gekostet anstatt 10. Also, aber das ist genau, das ist weitere Arbeit. Vielen Dank. Vielen Dank für den Vortrag. Auf deiner letzten Folie meintest du, dass du Video nicht mehr vertraust. Und ich denke über neurale Netzwerke und Deepfakes. Glaubst du, dass man hier Deepfakes verwenden könnte, sodass du keine echte Karte rendern musst, echte Karte drucken musst und das Ganze rendern musst?
Ja, ich glaube, eine Karte ist strukturierter, ist zu strukturiert, um die mit dem neuronalen Netzwerk zu fälschen. Aber vielleicht kann man damit diesen Workflow verbessern. Man könnte zum Beispiel ein neuronales Netzwerk benutzen, um die Haut zu erkennen vor der Karte. Und vielleicht ist das zuverlässiger, als das, wie ich das gemacht habe, nur die Pixelfarbe anzugucken. Danke für den interessanten Vortrag. Hast du jetzt schon im Videostream geschaut, was passiert, wenn du die Karte umdrehst? Wahrscheinlich würde man ein kurzes Frame lang die Markerkarte sehen. Und zweitens, hast du die Bundesdruckerei schon gefragt, was sie von der Sicherheit des Video-Ident-Verfahrens halten? Ja, zum Ersten, die Karte hat auf der Vorder- und Rückseite verschiedene Marker. Das heißt, ich kann die umdrehen und die Rückseite sehen. Aber während man sie umdreht, natürlich, wenn die Karte ganz steil zur Kamera steht, dann kann man die Marker nicht erkennen. Aber wir haben eine schlechte Internetverbindung und wir schmeißen die Frames dann einfach raus. Das wird niemand merken. Und ich habe noch niemand offiziell gefragt dazu. Number three, please. Thank you for your talk. How do you make the lighting change when? Wie änderst du die Lichtbedingungen, wenn die Karte sich bewegt? Scheint, als würdest du ein statisches Bild verwenden, das du einfach über die Karte legst. Wie veränderst du die Lichtbedingungen? Die Karte wird mit OpenGL gerendert, also benutze ich OpenGL-Features dafür und in meinem Shader kann ich ganz einfach, der Shader berechnet die Beleuchtung in jedem Frame neu, das heißt, ich kann die Karte bewegen und die Beleuchtung verändert sich entsprechend, aber ich habe euch hier nur ein Standbild gezeigt. So, you've made a pretty impressive effort with trying to delete the letters. Du hast ziemlich erstaunliche Arbeit geleistet mit dem Entfernen der Buchstaben und den Mustern dahinter. Aber hast du bestehende Werkzeuge ausprobiert? Selbst Adobe Acrobat liefert sehr gute Ergebnisse mit OCR und Textentfernung. Nein, ich habe das einfach nur manuell gemacht und es funktioniert zuverlässig und ich muss das ja auch nur einmal machen. Also war das schon okay so. Acrobat macht, ich empfehle dir wirklich Acrobat, die Vollversion von Acrobat liefert erstaunlich gute Ergebnisse. Ja, danke schön. Hey, so, when you actually do video verification. Wenn du dieses Video-ID-Verfahren benutzt und es gleichzeitig mit einem dritten verwendest, kannst du einfach nur das Bild austauschen und die Leute überlisten? Das kommt darauf an, auf das Verfahren an, was sie zur Verifikation benutzen und wir wissen nicht, was sie benutzen. Das heißt, dann kann man es vielleicht nicht fälschen und ich habe auch nur einen zufälligen Identifier benutzt auf der Karte, denn ich kann die nicht zuverlässig selbst erzeugen. Mic number one, please. Have you made any kind of research how you can replace your erforscht, wie du dein echtes Gesicht auch austauschen kannst und so zum Beispiel im Namen deiner Mutter ein Bankkonto eröffnen kannst? Ich glaube, man kann solche Deepfakes vielleicht auch machen und das ganze Gesicht verändern und dann das entsprechende Bild auch für die generierten Texturen benutzen. Und ich habe auch darüber nachgedacht, vielleicht sowas zu benutzen wie die Unreal Engine, um den Hintergrund zu ändern und die Person auch. Es ist schon zuverlässig genug und man kann das Bild dann unscharf machen. Und in zukünftigen Versionen kann man das vielleicht ausprobieren. Man kann das Bild verrauschen und die Auflösung verringern und auch computererzeugte Bilder machen. Das weitere Fragen. Hat das Internet vielleicht noch eine Frage? Das Internet war ungewöhnlich leise. Okay. Number one, please. Yeah, maybe from your experience.
aus deiner Erfahrung, was würdest du jetzt empfehlen zu Menschen, die dieses ID-Verfahren benutzen? Man sollte es wahrscheinlich am besten überhaupt nicht benutzen, aber um es, um die Fälschung zu erschweren, was würdest du empfehlen? Dies ist nur die Arbeit von 2 Monaten. Das heißt, wenn man ein Team von Leuten nimmt, die wissen, was sie machen, dann können sie das natürlich perfekt machen, wenn sie die Zeit haben. Und es gibt im Prinzip nichts in einem Webcam-Image, was schwer zu fälschen wäre. Und meine Empfehlung wäre, irgendwas zu benutzen, bloß keine Video-ID. Okay, please thank our speaker.